persönlich, wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann stelle ich mir riesige Gebäude voller Landschaft vor. Das kann man jetzt eigentlich erstmal gar nicht vereinen. Aber man soll sich mal diese ganzen Modelle ansehen von großen Gebäuden, die voller Bäume sind. Für mich ist das Zukunft. Ich finde das wunderschön, dass man vielleicht sogar dafür sorgt, dass der CO2-Ausstoß gar nicht mal so hoch ist, weil man eben diese Bäume hat, dass man quasi dort dann das Ganze wieder kompensiert. Ich finde das ist für mich Zukunft. Das ist für mich wunderschön und das ist für mich genau dieser Punkt, wo Architektur vereint wird mit Zukunftsvorstellungen, mit Klimafreundlichkeit. Ich finde es so schön, dass man die Möglichkeit hat, ganz, ganz vieles miteinander zu vereinen, dass man die Möglichkeit schafft, dass ganz viele Menschen aus den verschiedensten Orten mit den verschiedensten Hobbys zusammenkommen und sich treffen. Das ist für mich Zukunft. Perfekt wäre es natürlich jetzt noch, wenn man das kombiniert mit Zukunftsvorstellungen, denn wir wissen alle, auch Münster wächst, es kommen immer mehr Studenten, Studierende hierhin. Wir brauchen einfach mehr Wohngebäude. Wenn ich über die Zukunft nachdenke und Klimafreundlichkeit vor allem, denn wir wissen alle, dass es wichtig ist, dass wir klimafreundlicher werden, sowohl als Individuen, aber auch als Stadt. Und daher sehe ich eben die Verantwortung der Stadt, wenn neue Quartiere gebaut werden, wenn neue Wohnmöglichkeiten gebaut werden, dass immer darauf geachtet wird, dass das Ganze auch klimafreundlich gemacht wird und menschenfreundlich, sage ich gerne. Es ist wichtig, dass man einerseits auf so Themen achtet wie Energiegewinnung. Wir können doch selbst Energie gewinnen in den Gebäuden, die wir bauen. Auch sowas wie CO2-Ausstoß. Lasst uns doch darauf achten, dass wir eben nicht allzu viel CO2 ausstoßen. Und am besten dann noch das Ganze mit der Natur kombinieren. Also vielleicht selbst Sauerstoff gewinnen, selbst Energie gewinnen, selbst Bäume dorthin bauen. Das ist für mich perfekt, ja.